Ja, mal wieder herzlich willkommen bei Wetzmann Galvanik. Heute geht es ums Thema Versilbern. Ich habe hier so ein Figürchen gehabt, das kommt hier vorne dran. Und ja, war schon ziemlich runtergeputzt, also blanker Messing. Der Kunde möchte das neu versilbert haben, allerdings mit der Vorgabe, dass es noch ein bisschen nach alt patiniert aussieht. Von dem her also keine hochglänzende, durchgehende Polierung, sondern erst einmal quasi einfach nur das Messing schön sauber drüber vergoldet und im Anschluss gleich direkt versilbert. Wie man das jetzt im größeren Objekt veranstaltet, das zeige ich hier mal ganz kurz. Ich habe das jetzt schon mal entfettet, so gut wie möglich poliert, aber wie gesagt, es soll ja alt aussehen und alt von der Optik bleiben. Von dem her ist die Vorarbeit jetzt nicht so dramatisch. Hier unten war es ein bisschen schwärzer als vorher, das haben wir ein bisschen sauber gemacht. Die Bodenplatte brauchen wir jetzt nicht, ja, und das Ganze jetzt versilbern. Was brauchen wir als allererstes? Ganz wichtig, wir schauen immer, dass die Handschuhe dicht sind, weil das Silber, nämlich das Silbernitrat, mit der Haut metallisiert. Das heißt, es gibt schwarze bis bräunliche Flecken, die halten ungefähr 14 Tage an. Dann sieht man dann aus, ja, wie Clown Habakuk, ja. Und es geht dann höchstens weg mit Kaliumjodid aus der Apotheke, das ist ein kleines Döschen mit Pulver, kann man anrühren im warmen Bad und dann werden ordentlich die Finger geschrubbert mit Bürste, das muss man öfters machen und dann kriegt man es eigentlich innerhalb von einer halben Stunde raus, aber das kann man verhindern, indem man saubere Handschuhe hat. Mir ist mal Silber hier in den Handschuh reingelaufen, war die Hand schwarz, das war dann nicht so prickelnd, zumal ich am Anfang gar nicht wusste, wo der Effekt herkommt. Jetzt weiß ich es, ja, Silber. Es gibt auch Leute, die in der Verspiegelungstechnik arbeiten, viel mit Silbernitrat zu tun haben, da ist es genauso, die laufen auch immer mit schwarzen Fingern rum. Dadurch, dass ich jetzt schon das Notwendige vorgearbeitet habe, sprich entfettet, teils poliert und vergoldet, habe das jetzt aber ein paar Tage stehen lassen, entfette ich jetzt noch einmal. Wie gesagt, man kann es mit Strom machen oder auch stromlos. Fahre ich einfach nur mal über die gesamte Fläche drüber. Wie gesagt, wenn man sehr saubere Objekte hat, die man jetzt endlich nur noch ganz kurz entfettet, kann man natürlich das alles über sauberen Becken machen und quasi den Entfetter oder das jeweilige Elektrolyt natürlich dann auffangen, um entsprechend den Verlust durchs Weglaufen minimieren. Weil sonst läuft das Silber dann gleich einfach hier unkontrolliert in die Auffangwanne, wo alles reinläuft und dann ist es weg. Man kann es nicht mehr rausholen, wenn es sich hier mal vermischt hat, von dem her vorher schon gründlich überlegen. Dann ist auch immer ganz wichtig, dass man auf der Arbeitsfläche nicht so viel an Becher rumstehen hat, weil es nämlich so ist, dass die Kabel und im Eifer des Gefechts das eine oder andere halt mal neben der Wanne liegt und wenn man hier mal so mit einem Schlag mal 200 Liter Silber eliminiert, dann ist das nicht so prickelnd. Ich kenne den Effekt bei mir selber. Ja. Ich habe auch den einen oder anderen Kunden, der mir das Gleiche berichtet, von dem wir wirklich immer aufpassen. Also es geht immer schneller, als man denkt. Das ist auch immer so, ja, wenn man was anschaut, Videos oder Fernsehen oder so, wenn mal Dinge passiert sind oder bei Ups, die Pannenshow, ja, ist immer schnell gelacht, weil es teilweise komisch aussieht. Manche tun sich auch brutal weh. Es ist immer schnell gelacht über andere, aber es passiert einem selber auch. Ist das immer so, dass man sagen muss, Vorsicht bei Schadenfreude, es ist nämlich mal schneller passiert, als einem lieb ist. Ne? So, ich habe jetzt gespült mit destilliertem Wasser. Die Minusklemme, die kann man jetzt irgendwo dran halten. Ich nehme es mal hier unten am Standfuß. Wenn das Teil jetzt komplett silber wäre, also wenn der Standfuß jetzt unten auch silber wäre und ich lege es hier auf die Wanne, dann kann es sein, dass allein durch den Strom und die Feuchtigkeit da unten alles schwarz wird. Da immer aufpassen, gerade wenn man mit Silber arbeitet, wäre es vielleicht empfehlenswert, das einfach nur in diese komplette Plastikwanne, also hier die Wanne einfach ohne Gitter, schön sauber machen, dass da keine Rückstände dran sind von anderen Elektrolyten und dann entsprechend nur auf Plastik zu arbeiten, damit nirgendwo ein großer Kontakt entsteht, weil dann kann es nämlich passieren, dass das alles schwarz wird. Gerade bei meinem Tablett ist mir das schon mal passiert. Schön draufgelegt, hier innen die Vorderseite schön
poliert und auf der Rückseite war dann alles schwarz. Dann wird es dann lustig. Ja. Silber geht sehr schnell, deshalb mit Minimum 2,7 Volt. Wie gesagt, nochmal den Handschuh kontrollieren. Wobei, ich bin es gewohnt, ich hatte letzte Woche schon wieder einen kleinen Riss im Handschuh und sah dann wieder entsprechend aus. Aber das ist immer schön, ich kann es dann meinen Kunden zeigen, wie es dann aussieht. So, wie gesagt, auf Gold, auf Kupfer kann man Silber versilbern. Das geht auch sehr schnell, ja, wie man sieht. Das geht also wirklich, ich sage mal, fast viermal schneller als Gold. Ja, und jetzt machen viele ihre Playlist an, ja, und hören ein bisschen Musik und lassen es sich gut gehen und verdienen quasi durch das bisschen Aufpinseln, ich stecke jetzt mal das Minus woanders an, verdienen die ihr Geld. Ne? Und das ist eine sehr einfache Arbeit, das ist auch wie gesagt im Leitfaden bei mir alles beschrieben, steht ja alles drin, auf was man achten muss, welche Vorarbeiten, bin ja auch immer erreichbar für technische Fragen, von dem her, ne, das alles sehr, sehr einfach. Es sieht auch wirklich, es ist so einfach, wie es aussieht, so muss man sagen. Ne, viele trauen dem Ganzen nicht, die sagen immer, ja, an Videos, klar, in der heutigen Zeit, da wird viel gemauschelt und getrickst, dann ist es vielleicht dann doch nicht so einfach, es ist so einfach. Also ich mache das jetzt seit 15 Jahren und es ist wirklich so einfach, ich verkaufe überwiegend an Menschen, die weder galvanisch noch handwerklich vorbelastet sind, ja, begabt sind, wollte ich schon sagen. Ich bin es nicht. Ja. Ich habe die sogenannten zwei linken Hände, was das Handwerk betrifft. Beziehungsweise, das eine oder andere klappt schon, aber ich beneide die handwerklich Begabten schon. Das ist schon irre, was die da zaubern können. Ja, Fliesen legen, Laminat und so weiter. Ja, da sagt jetzt der eine oder andere, aber das kann ja jeder, das kann ja mit links. Ne, ich denke nicht. Aber ich sage immer, dafür gibt es dann die Fachleute, die Spezialisten, die sollen es machen. Man muss ja nicht alles können, oder? So, das war Quatsch. Ja, dass man alles selber macht. Dafür gibt es den Handwerksberuf. Dafür sind die Leute da. Und wir kümmern uns ums Galvanisieren und ums Geld verdienen. Ja, und ihr seht, es geht doch ganz schnell, oder? Das ist doch... Und wie gesagt, es ist keine Farbe, ist also sofort fertig. Und jetzt natürlich so, dadurch, dass hier oben wahrscheinlich das eine oder andere Obst zum Liegen kommt. Wer weiß, das könnte auch einfach nur ein Objekt zum Anschauen sein oder was in der Vitrine steht. Machen wir das jetzt halt etwas dicker. Das heißt, ich fahre jetzt hier einfach länger und dicker drüber. Das heißt, je länger... Je mehr Material ich da drauf bringe, desto dicker wird die Schicht. Von der Spannung her, wie gesagt, 2,7 Volt. Wenn ich mit zu viel Volt dran gehe, dann wird es schwarz. Das heißt, die Oberfläche verbrennt mir hier an der Fläche. Von dem her dann gleich wieder runter regulieren. Also man sieht da dran, es ist kein Zauberkunstwerk. Ja, es ist auch keine Sache, die man studieren muss. Das ist ganz einfach. Man muss nur sich immer vor Augen halten, wie muss die Oberfläche beschaffen sein, also wie soll das Endprodukt aussehen, hochglanzpoliert, geschliffen, wie neu. Dann muss man natürlich entsprechend die ganze Fläche polieren und schleifen, bis es glänzt. Oder einfach nur drüber beschichten, weil es ist eine antike Sache, das soll ja nicht aussehen wie neu. Das wäre ja auch fatal, wenn man aus einem antiken Stück und fast wie neues macht, ja. Das nimmt ja quasi den ganzen Flair. Sieht dann auch sehr künstlich aus. Vielleicht dann auch, dass man dann Angst hat, das ist ein Replik. Ja, irgendwie eine simple Nachmachen. Und dann letztendlich die Vorarbeit entfetten und aktivieren, ganz klar. Und dann kommt natürlich die Frage, auf was hält Silber? Silber hält in der Regel auf, ich mache hier nochmal ganz kurz so. Silber hält in der Regel auf Gold und auf Kupfer. Das heißt, in der Regel sind auch die Flächen schon da. Wenn es natürlich ein reines Silberprodukt wäre, dann reicht es, indem man es halt poliert und schön sauber macht mit Silberputztücher. Aber wenn die Versilberung schon runter ist, dann ist meistens drunter entweder Messing oder vielleicht sogar schon Kupfer. Und dann kann ich das Messing, würde ich einfach kurz vergolden mit einem sogenannten Goldflash und dann drüber. Und wenn es Kupfer ist, kann man es direkt versilbern.
Man sieht, es geht sehr schnell. Dadurch, dass natürlich jetzt Silber eine ganz andere Farbgebung hat als hier das Gold, sehe ich auch, wo ich schon überall gewesen bin. Und von dem her, Silber ist jetzt auch vom Materialeinsatz her nicht so teuer wie jetzt Gold oder Schwarzruthenium. Ist also auch sehr profitabel, das Ganze. So, einen weiteren Arbeitsgang möchte ich eigentlich ersparen. Wie gesagt, das haben wir jetzt gezeigt. Ja, also nochmal, wie gesagt, polieren, wenn erforderlich. Dann gründlich entfetten, damit man Polierpaste und alles, was sich drauf ablagert hat, entfernt. Dann schauen, welche Fläche, Grundfläche man zur Verfügung hat. Wenn es Messing ist, vergolden mit Goldflash oder mit normalem Gold. Oder wenn man Kupfer hat, kann man es direkt versilbern. Und dann entsprechend Silber mit 2,7 Volt beginnen. Und dann entsprechend, wenn der erste Schichtauftrag da ist, vielleicht sogar auf 3 Volt erhöhen. Schön dick versilbern. Schön mit Wasser spülen, damit das Elektrolyt vollständig entfernt ist. Ein bisschen auf Glanz polieren mit weichem Mikrofasertuch. Und das war's. Ja, das ist die ganze Arbeit. Wer Fragen hat, gerne melden. www.betzmann-galvanik.de. Jetzt habe ich hier irgendwie meinen Aufkleber eliminiert. Wer sich's gerne anschauen möchte, unverbindlichen Termin vereinbaren. Auch gerne mal am Wochenende, wer sagt, ich schaffe es unter der Woche nicht. Man kann damit versilbern, genauso wie man es gemacht hat, hier Rosé vergolden. Man kann vergromen, man kann schwarz vergromen, man kann grün vergolden, schwarz rodinieren, schwarz ruthenium, Rosé Gold. Ja, das sind jetzt ein paar Musterläufe, sieht gar nicht so gut aus. Schwarzes ruthenium. Verkupfern, vernickeln, verzinnen, verzinken, Weißgold, Grüngold, alles machbar mit der genau gleichen Technik. Wir brauchen kein Software-Update, wir haben kein teures Drumherum. Wir haben einfach nur ein Gerät mit 25 Ampere, zwei Kabel, einen Griff, eine Elektrode, ein Stoffpad und wir können alles zaubern. Egal wie groß, ja, dafür, wenn ich das jetzt galvanisch machen lassen möchte, brauche ich schon für einen Bad locker 2-3 Liter Silber. Ja. Und das hier sind keine 50 Milliliter Silber, die ich verbrauche. Könnt ihr euch die Kosten ausrechnen, was man da verbraucht, von dem her ist das minimal. Also, in dem Sinne, schöne Zeit.